Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 6:50 Uhr, 6 o'clock. Und ich möchte nochmal hier einen kurzen Nachtrag geben zur Netflix-Aktie, denn ich bin gestern nochmal gefragt worden, weil ich poste seit neuestem meine Videos in so unterschiedlichen Gruppen auf, ja, egal. Facebook und so weiter. Auf jeden Fall versuche ich halt einfach auch mehr Resonanz zu bekommen, weil in YouTube ist es teilweise so, dass ich mir halt da hinsetze und ein Video mache, Ewigkeiten Zeit investiere und nicht ein einziger Kommentar oder so. Und in Facebook kommentieren da teilweise halt irgendwie 5 bis 20 Leute innerhalb von 15 Minuten oder sowas. Und nun muss man da ein bisschen aufpassen mit Facebook, weil die haben da so viele Regeln und man wird ständig irgendwie. Ich bin irgendwie schon dreimal geblockt worden und gesperrt für 3 Tage, dass ich nichts mehr posten durfte. Also das Ganze, falls du irgendwie gerade auch irgendwie ein Finanzblogger werden willst oder bist oder was auch immer, oder ich weiß, dass ja auch viele sozusagen Kollegen von mir manchmal ein Video von mir schauen, um einfach zu sehen, was ich so mache oder sowas, oder teilweise auch Ideen, ja, sagen wir mal, austauschen, ja. Dass ich zu irgendeinem Thema ein Video mache und dann plötzlich sehe ich das ganz exakte Thema in einer leicht abgewandelten Form auf irgendwelchen anderen Blogs oder YouTube-Kanälen mit 100.000 Abonnenten oder 10.000. Okay, lange Story, kurzer Sinn, long story short. Facebook ist mit Vorsicht zu genießen, die sind sehr, sehr streng geworden. Was du da postest, wie oft du was postest, wo du was postest. Jetzt habe ich gerade meinen Wecker schon wieder. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Ja, ich wollte einfach einen kurzen Nachtrag zur Netflix-Aktie. Okay, ich habe hier diesen geilen neuen Chart-Software von DEGIRO, habe ich gerade rausgefunden. Man kann hier Benchmarking betreiben. Es ist irgendwie so, als hätten die mein Video dazu tatsächlich geschaut und umgesetzt, wo ich mir gewünscht hätte, dass die so eine Benchmark-Funktion einführen. Da habe ich mal ein Video gemacht, gepostet, hat kaum jemand angeschaut, aber anscheinend DEGIRO hat es angeschaut. Nee, ich glaube, die haben das einfach auch ohne mein Zutun hier installiert. Okay, long story short, ich muss mich hier ein bisschen, glaube ich, kürzer fassen. Nee, quasi. Add Benchmark. Also wir haben hier quasi Netflix, ja, und dann Add Benchmark. Und dann musst du hier einfach nur Disney eingeben. Und dann hier Disney Share, ja. Weil ich bin für allen möglichen anderen Kram auch noch freigeschalten, ja. So Derivate und der ganze Scheißdreck. Und tja. Wow. Und dann zeigt mir die quasi hier in die Benchmark von Disney an. In roter Farbe. Ich habe gerade rumgeflucht, weil ich nicht herausgefunden habe, wie man die Farbe verändert, sodass man das einfach besser sieht. Und jetzt hat es automatisch die rote Farbe reingemacht. Also ich habe echt keinen Bock, mich hier stundenlang einzuarbeiten, aber ich glaube, es ist es fast wert, dass ich mir das mal ein bisschen genauer anschaue. Ja, okay. Was wollte ich mir eigentlich sagen? Ja, und zwar, es geht ja eigentlich darum, die Frage, die auf Facebook war, bezüglich Netflix, weil ich habe ja da so ein paar wirklich Hardcore-Punkte angesprochen. Mit der Werbung, ne? Dass die jetzt plötzlich Werbung schalten wollen und dass das Ganze natürlich massiv auf die Abonnentenzahl drücken kann, weil ich denke mal, dass ich jetzt kein so Sonderling bin. Mich nervt Werbung in Spielfilmen extremst. Also als es so überhand genommen hat damals im Fernsehen, ja, ich habe mir keinen einzigen Spielfilm mehr im Fernsehen angeschaut. Ja, ich habe mir alles gekauft gehabt damals. Ja, ich habe einen ganzen Schrank voller DVDs gehabt. Ja, das ist ja schon wieder Jahrzehnte her. Und wenn jetzt Netflix, ich habe ja Netflix und ich schaue ab und zu mal Netflix, aber wenn die jetzt anfangen würden, da so alle paar Stunden, Viertelstunde oder was, oder alle paar Minuten da irgendwie so einen Werbespot reinzumachen in meinem Spielfilm, den ich da gerade genieße oder irgendwelche Staffeln, ja, dann würde ich erst echt ausflippen. Und ich glaube, das sind ganz viele andere, die dann auch sagen würden, okay, ja, dann wähle ich halt Netflix ab, ja, ich habe letztendlich das gleiche in Grün irgendwo anders auch, ja, das sind ja auch letztendlich auch die gleichen. Ja, dasselbe in Grün, ja.
Und dann habe ich immer kurz ein bisschen das mal gegoogelt und dann sehe ich hier nämlich, dass sie das schon öfter mal hatten. Ja, dieser Artikel hier von der Welt ist nämlich vom 18.07. Ja, Netflix trotz Druck der Aktionäre und verzichtet auf Werbung. Dann haben wir hier einen weiteren Artikel vom 16.05.2019, Werbung auf Netflix. Streaming-Gigant steht vor großem Dilemma. Ja, also das Thema ist ja schon ist ja ongoing, dieses Thema. Und ich denke, dass das ein eher schlechtes Zeichen ist, weil die natürlich dann irgendwann mal einknicken werden, wenn sie also nicht bald mal profitabel werden. Ja, weil die sind ja gar nicht profitabel. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Wie gesagt, ich habe keine Netflix-Aktie und für mich kommt die auch eigentlich gar nicht in Frage wirklich. Ich denke mal, dass die sogar eventuell unter die Räder kommen könnte, wenn so einige Short-Selling-Spezialisten ja, anfangen, die in den Fokus zu ziehen, ja, weil dann gibt es ja so eine Art Self-fulfilling Prophecy. Ne? Also wenn genug Leute da Short gehen, dann ja, also ich finde Netflix cool, ja, also nach wie vor bin ich ja Abonnent. Und werde es auch weiterhin bleiben, plante das zumindest. Aber es gibt halt so ein paar Eckpunkte. Also, wir hatten hier zum Beispiel die Werbung, die sie schalten wollen, die Tatsache, dass sie 2, 3 Dollar draufzahlen für jeden Abonnenten, die Tatsache halt, dass. Was war das jetzt noch? Irgend so ein anderes Ding. Dass sie halt 4 oder 5 Millionen Abonnenten verlieren werden 2020. Und die Tatsache halt. Ja, also halt nichts wirklich Positives. Dann haben wir kurz gesagt, ja. Ja gut, das soll es gewesen sein, um nochmal kurz diese Frage zu beantworten bezüglich der Werbung und wie ich dazu stehe. Also ich meine, es gibt genug andere Aktien mittlerweile, die du kaufen kannst, wenn du dich im Bereich Streaming investieren willst, ja. Also Disney, Apple und dann noch, was gibt es da noch? Ja, noch drei, vier andere, die ich jetzt nicht unbedingt kenne. Ich würde halt einfach mich da ein bisschen reinarbeiten in die anderen, die es da noch gibt. Ich weiß nicht, ich glaube, irgend so ein Nachrichtensender hat noch einen Streamingdienst. Ich glaube, CNN oder sowas. Naja. Wenn du dich da mehr in dieses Thema Streamingdienste einarbeiten möchtest, ja, und findest da mehr heraus, dann schreib mir das einfach mal irgendwie in die Kommentare rein oder sowas, ja, dann weiß ich auch mehr, ja, weil ganz ehrlich, ich versuche mich auf einige wenige Branchen zu fokussieren und da eben entsprechend mich besser auszukennen, als wie dass ich mich in so viele verschiedene Branchen mich beschäftige. Und gestreut bin ich sowieso, ja, also und von daher und mehr wie 20 Aktien brauchst du auch nicht, ja, also ich würde mal sagen, du brauchst nicht mal mehr wie 20 Aktien, selbst wenn du, sagen wir mal, 5 Millionen Euro hast und willst die in Aktien anlegen, brauchst du trotzdem nicht viel mehr wie 20 Aktien. Es kommt nicht auf die Menge an, es kommt wirklich darauf an, dass du die richtigen Aktien eben auswählst, ja, und wenn du mal schaust, Warren Buffett oder sowas, ja, wie viele Aktien hatten der? Ja, hat er auch nicht so viele, ja. Der Ray Dalio oder wie die alle heißen, auch nicht, ne? Okay, also das soll es gewesen sein zu diesem Netflix-Thema. Bis dann, tschüss.